In Wiesbaden werden längere Busse als Lösung für das überlastete Bussystem bei gleichzeitigem Mangel an Fahrpersonal gehandelt. Im Juni 2023 testeten daher die Verkehrsbetriebe SWE einen aus Basel geliehenen Doppelgelenkbus außerhalb des Fahrgastbetriebs. In diesem Video beantworten wir einige Fragen zum Thema Doppelgelenkbus. Wie viele Menschen passen rein? Wie schwer ist er und welche Kosten fallen an? Beginnen wir mit der Kapazität eines Doppelgelenkbus. Offizielle Angaben hierzu sind verwirrend. Im Bus selber sind 146 Stehplätze ausgewiesen. SWE und die Basler Verkehrsbetriebe geben 162 Stehplätze an. Die Züricher Verkehrsbetriebe für ihre im Fahrgastraum gleichdimensionierten Oberleitungsbusse aber nur 104. Da der Kapazitätszuwachs in erster Linie auf den Stehplätzen beruht, stellt sich die Frage, wie viel Stehplatzfläche gibt es und wie viele Menschen passen überhaupt auf einen Quadratmeter Fläche? Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, Abstand zu fremden Menschen zu wahren. Dieser Abstand, die sogenannte Intimdistanz, beträgt etwa einen halben Meter. Schon bei zwei Personen auf einen Quadratmeter wird die Intimdistanz verletzt. Trotzdem geht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen von 4 Personen pro Quadratmeter als maximal zumutbare Stehplatzbelegung aus. Bushersteller rechnen dagegen aus, bei wie vielen Personen das zulässige Gesamtgewicht erreicht wird. Dies können dann durchaus 6 bis 7 Personen pro Quadratmeter sein. Grundlage für die Berechnung der Stehplätze muss die tatsächlich zur Verfügung stehende Fläche sein. Diese besteht aus den Bereichen, die nicht mit Sitzplätzen belegt sind oder aus Sicherheitsgründen nicht als Stehfläche dienen können, wie in der Nähe der Türen, hier rot markiert. Für unsere Ermittlung der maximalen Stehplatzfläche ziehen wir den Bereich der Türen aber mit ein. Ist dieser bei entsprechendem Andrang in der Realität schwer freizuhalten? Legt man Quadrate von der Größe eines Viertelquadratmeters über die Fläche und teilt die Anzahl der Quadrate durch 4, ergeben sich für den Hess-Doppelgelenkbus in unserem Beispiel eine Stehplatzfläche von 25,75 Quadratmetern. Rechnerisch ergeben sich bei 4 Personen pro Quadratmeter bei voller Auslassung so maximal 103 Stehplätze, bei Einhaltung von Sicherheitsabständen zu den Türen etwa 15 Plätze weniger. Um die von SWE verbreitete Angabe von 162 Stehplätzen zu erreichen, müssten zusätzlich zu den 103 Stehplätzen noch 59 weitere Personen untergebracht werden. 162 Personen auf knapp 26 Quadratmetern ergeben mehr als 6 Personen pro Quadratmeter. Praktisch können sich die Fahrgäste dann kaum noch bewegen. Ein- und Aussteigen würde zum zeitraubenden Gedrängel. 162 Stehplätze sind daher unrealistisch und keinem Fahrgast zuzumuten. Realistische Zahlen sind daher bei Maximalbesatz für einen 19 Meter Gelenkbus 110 Personen und von 150 Personen bei Doppelgelenkbussen. Schon dann stehen die Fahrgäste dicht an dicht, womit man nicht mehr von einem attraktiven öffentlichen Personennahverkehr sprechen kann. Auch Busse brauchen einen Fahrweg. Die Kosten dafür werden leicht übersehen, gehen sie doch im allgemeinen Straßenbauhaushalt unter. Spurrillen auf den stark von Busverkehr frequentierten Strecken machen die Belastung des Busverkehrs auf den Straßenbelag und Untergrund sichtbar. Ein Doppelgelenkbus wiegt leer schon über 25 Tonnen, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei fast 40 Tonnen. Alleine die Batterien wiegen bei dem in Wiesbaden getesteten Hess-Bus über 3 Tonnen. Voll besetzt hatte ein Doppelgelenkbus damit eine Achslast von 10 Tonnen. Durch die zusätzliche Achse ist das nicht mehr als bei einem herkömmlichen Gelenkbus, entspricht aber immer noch der höchst zulässigen Achslast und damit dem Gewicht eines schweren LKWs. Da die Straßenbelastung exponentiell zur Achslast in der vierten Potenz steigt, sind die Auswirkungen von Bus- und LKW-Verkehr enorm. Ein Lastwagen mit 10 Tonnen Achslast beansprucht die Verkehrswege damit pro Entfernungseinheit 160.000 Mal stärker als ein PKW mit einer Achslast von 0,5 Tonnen. Asphaltfahrbahnen müssen daher alle 7 bis 10 Jahre erneuert werden. Auf stark belasteten Abschnitten hat man daher in Wiesbaden Betonfahrbahnen gebaut, die, wenn sie nicht wegen Kanalbauarbeiten abgerissen werden müssen,
rund 30 Jahre halten, aber auch das Dreifache einer Asphaltfahrbahnkosten plus Instandhaltungskosten für die Fugennähte. Dort, wo Doppelgelenkbusse im dichten Takt fahren, werden in der Regel Betonfahrbahnen verlegt. Dies auch der Lebensdauer der Busse wegen, da die Gelenke unter holprigen Straßen leiden. Die Testfahrten in Wiesbaden haben gezeigt, dass die Doppelgelenkbusse überall dort fahren können, wo auch normale Gelenkbusse zum Einsatz kommen. Die zusätzliche Länge macht sich trotzdem im alltäglichen Betrieb bemerkbar, beispielsweise auf kurzen Abschnitten zwischen Kreuzungen oder wenn die Bussteiglänge nicht mehr ausreicht. Vor der Beschaffung sind daher Simulationen des täglichen Betriebs notwendig, um Problemsituationen zu erkennen. Doppelgelenkbusse sind ein Nischenprodukt. In Deutschland setzt sie derzeit kein anderer Betrieb ein, zumal sie nur mit Ausnahmegenehmigung zugelassen werden dürfen. Daher bieten nur wenige Hersteller Doppelgelenkbusse an. Aufgrund der kleinen Serien sind die Preise für Doppelgelenkbusse vergleichsweise hoch. Die Basler Verkehrsbetriebe geben den Stückpreis für ihren Hess-Batterie-Doppelgelenkbus mit umgerechnet 1,74 Millionen Euro an. Bei einem Kapazitätsgewinn von etwa 40% kostet der Doppelgelenkbus damit etwa 75% mehr als ein Elektrobus des Typs Mercedes E-Citaro. Dazu kommen zusätzliche Kosten für die Austauschbatterien, die wegen abnehmender Akkukapazität je nach Ladetechnik und Nutzung nach 6 bis 8 Jahren gebraucht werden. Wegen des hohen Gewichtes ist die Reichweite der Busse beschränkt, sodass im Verlauf des Betriebstages nachgeladen werden muss. Dafür müssen an Endstellen Lademasten installiert werden, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, auch neue Kabel verlegt werden. Nicht unerheblich sind auch die Kosten für die Verlängerung der Haltestellen auf 25 bzw. auf Hauptstrecken auf 50 Meter, wenn diese Längen angesichts von Einfahrten und Bäumen überhaupt realisierbar sind. Voraussetzung ist auch ein neuer Betriebshof mit längeren Werkstatthallen und ausreichender Abstellfläche. Während der Bau einer Straßenbahnstrecke zu 80% von Bund und Land finanziert werden, muss Wiesbaden die Kosten für den Busverkehr weitgehend alleine tragen. Lediglich die Mehrkosten von Elektrobussen gegenüber Dieselbussen, die beim Faktor 2 bis 3 liegen, können zum Teil vom Land oder, wenn es gerade einen Geldtopf gibt, vom Bund gefördert werden. Die Beschaffung von Doppelgelenkbussen ist eine weitreichende Entscheidung. Wie bei der Straßenbahn müssen die entsprechenden Kosten inklusive Infrastruktur durchgerechnet und dem Nutzen gegenübergestellt werden. Erst dann wird sich zeigen, ob Doppelgelenkbusse als Plan B die zweitbeste Lösung oder doch nur eine Lotlösung sind.